things that go bump in the night. What the Jesus? Me. Sandy. Drunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut them up, butcher style gators in the swamp. Red light, leave them dead, running like a track meet. Scared of nobody, what you know who I am. You have any idea who you're fucking talking to? Or maybe you saw me in the playoff. I played for the fucking goddamn champions. Well, fair, cooking meat, cannibal, trying to eat. I got a zombie on me, and you can't harm me. Hey, watch who it. Do you voodoo, bitch? Drink blood like a vampire without warning. Who do you voodoo, bitch? Stand up! Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa! Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go! Sam B to Papa Shango, I'm bearing some maybe. Handful of fingertips, toss them up like confetti. Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with a another zombie, drunk I put a stake in your head. Look, you want ghouls, I got fucking stupid. Maybe everybody dies and see your ass real soon. Crack bones to the marrow, hot sauce, and they suck it. Now my juju ain't nothing to fuck. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. That go bump in the night. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go! Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? This is the woman's restroom. I got a zombie on Sandy. You can't harm me. Who do you voodoo, bitch? Excuse me, sir. Are you okay? Who do you voodoo, bitch? Rip your arms off with my bare hand. Who do you voodoo, bitch? Yeah. Smack your mama with it. Who do you voodoo, bitch? Ja, servus Leute und damit ein herzliches Willkommen zu meinem neuesten Let's Play Dead Island Raider Kampagne. Dead Island ist ein Zombie-Ego-Shooter, Rollenspiel, keine Ahnung, leck mich doch am Arsch. Jedenfalls, dieses Spiel ist leider Gottes nicht in Deutschland erhältlich und ich habe mir einfach gedacht, die normale Story-Kampagne geht doch schon ziemlich lang, es wäre ein ziemlich elend langes Let's Play, weswegen wir uns einfach um den DLC kümmern, nämlich der Raider-Kampagne. Kampagne? Ja klar, Giacomo. Nein, ich meine natürlich die Raider-Kampagne. So, wir gehen einfach mal auf Spielen und wir erstellen uns einfach mal ein neues Spiel natürlich. Hier haben wir schon mal den Charakter-Selector und normalerweise hat man eben diese Charaktere hier, Punaxion, und den benutze ich normalerweise in meinem Let's Play. Ach, in meiner normalen Kampagne natürlich. Und dann noch Sam B, yeah, Ghetto Motherfucker. Und wir kümmern uns einfach um Raider. Ich weiß nicht, er sieht irgendwie aus wie so ein SS-Anführer, keine Ahnung, er sieht irgendwie komisch aus, irgendwie aus dem Dschungel entlaufen oder so, ich weiß es noch nicht, jedenfalls wir starten einfach mal, Gesundheit, Geschwindigkeit und Ausdauer liegt alles bei 100%, okay, naja, sogar am schlechtesten fast, oder? Ja, ja, ein durchschnittlicher Spieler auf jeden Fall. Und wir starten einfach mal. Ich habe zu meiner Zeit schon ein paar echte Scheißlöcher gesehen. Ich war schon überall auf der Welt, habe im Irak gekämpft, in Osttimor und in Afghanistan. Ein Ort war schlimmer als der andere. Diese Politiker wollten sie in eine westliche Demokratie verwandeln. Aber sie sind primitiv. Stammeswirtschaft. Mit jeder Menge verrückter Scheiße. Sie wollen uns dort nicht, genau wie wir sie auch nicht wollen. Von allen brutalen, chaotischen Orten, an denen ich war, ist Benoi die verdammte Krönung. Es gibt rivalisierende Stämme im Hochland, Rascal-Banden, die den Ghettos terrorisieren. Und irgendein Milliardär mit Scheiße im Hirn kommt auf die brillante Idee, hier eine Luxusanlage zu bauen. Ich kann es nicht glauben. Ich schätze mal, das Land war billig. Sicher, es ist wunderschön hier. Aber tief im Dschungel gibt es bei ein paar dieser eingeborenen Stämme immer noch Kannibalismus. Menschenfleisch. Die haben sogar ein Wort für Menschenfleisch. Es heißt übersetzt langes Schwein. Oh yeah, long pig, spider pig. Sie sagen, es schmeckt genau wie Schweinefleisch. Meine Frau hat mich überredet, mit ihr herzukommen, weil sie dachte, ich wäre sicher hier. Sozusagen aus der Schusslinie. Jetzt bilde ich hier also eine Verteidigungskraft von Benoi aus, um ehrlich gesagt, jetzt habe ich mich voll versprochen, aber es hört sich immer noch episch an. Ich habe bei diesem Ort kein gutes Gefühl. Ganz und gar kein gutes Gefühl. Ich spiele die Raider-Kampagne blind, müsst ihr wissen, also ich weiß noch nicht, worum es hier wirklich geht. Möchten wir auf jeden Fall. Alles klar, der Spielstand wird schon mal geladen. 2 Wochen zuvor, Ort geheim. Ich halte jetzt die Fresse.
Yes, sir. Are you prepared to follow any and all orders from your commanding officer? Of course, sir. Are you prepared to kill the enemy without hesitation? Yes, sir. If necessary for the greater good, are you prepared to kill civilians? Yes, sir. Are you prepared to kill this enlisted man? Yes, sir. This fellow officer? Yes, sir. This young girl? Yes, sir. Will you kill this woman? Yes, sir. Interesting. You think he won't push the button because of her? He hesitated, which is why he was reassigned to Benoit. So who is she? His wife. Can we get her to the island? She's already there. She's been there 6 months now, and I believe she's the best chance we have to slow him down. Gegenwart, Ort, die Insel Benoit. Ich weiß immer noch nicht, worum es geht. Irgendwie war das jetzt gerade ziemlich verwirrend gewesen. Auf jeden Fall wissen wir schon mal, dass das seine Frau ist, die er vielleicht sogar töten muss. Und der Dschungel sieht schon mal ganz sexy aus, meiner Meinung nach. Ich hab nur das große Kotzen, verdammt nochmal. Oh, Chaos. Feuerwerk? Ja, ich liebe Feuerwerk. Scheiße nochmal. Okay, auf dem PC sehe das vielleicht nochmal ein bisschen besser aus, aber naja, wir können nicht alles ändern, ne? Wow. Erinnert mich an Call of Duty Modern Warfare 2. Wow. Emily. Sie heißt Emily? Habe ich es richtig verstanden? Oh, es wird schwarz um uns. Wir öffnen die Augen. Stehen auf. Ein gebrochener Mann. Wow. Auf jeden Fall, ich muss jetzt schon mal sagen, die Action dahinter ist auf jeden Fall eine andere. Das muss man auf jeden Fall sagen, denn normalerweise gibt es solche Einlagen nicht, wie zum Beispiel einen Hubschrauberflug oder auch solche Abstürze gibt es eigentlich gar nicht. Eigentlich ist das Spiel immer sehr bodenbedacht, weswegen mich das jetzt gerade doch schon ein bisschen verwundert hat. Das auf jeden Fall. Wir befinden uns in Moresby. Moresby gibt es sogar in der Hauptkampagne des normalen Spiels. Ist eigentlich eine Stadt, die ich nicht ganz so gut leiden kann. Ich hoffe, es ist nicht so, wie ich befürchte. Eine Zusatzmission. Bauplan des Schlitzers. Sammlerstück gefunden. Mann, guck mal, wie viel wir schon geschafft haben heute. Base, this is Colonel Ryder White. Super 64 has crashed. I'm the only survivor. Scheiße. Are you hurt, Colonel? Oh, Feuer, scheiße. Has Unit 4 been evacuated yet? If not, have them pick me up on the way back from the bridge. Over. Sorry, sir. We lost contact with Unit 4 in Stone 1 before they managed to reach the target. What are you saying? They didn't blow the bridge yet? Jesus Christ. All right. I'll reconnoiter the area and see if I can locate them. Over and out. Fuck. Watch your back, sir. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir müssen auf jeden Fall hier erstmal unseren Arsch rausbewegen. Das versuchen wir auf jeden Fall. Oh Gott. Ich hoffe nicht, dass wir direkt gleich schon Zombies begegnen. Und wir haben derzeitig nur unsere Fäuste ausgerüstet. Verdammte Scheiße nochmal. Wie soll ich denn hier überleben? Das sieht eigentlich wie ein Seil aus, wo ich hochklettern möchte. Aber nein. Geht wohl nicht. So, wo müssen wir denn lang? Alles klar, wir befinden uns oben auf einem Dach und da liegt sogar schon was. Was haben wir denn hier? Bolzen. Bolzen? Du hast gerade einen Teil gefunden, mit dem du Waffen modifizieren kannst. Okay, das hört sich gut an. Große Batterie und eine Tageszeitung der Bild. Nee, ich lese die Bild nicht. Ich lese eher die Rheinische Post oder die NRZ, verdammt nochmal. Hoppa, sehr schön. Oh, was haben wir denn da? Ein hinfälliges Brecheisen, das erinnert mich gerade ein bisschen an Half-Life. Und eine Flasche Alkohol. Ich will sie haben, aber es geht leider. Wow, scheiß Alkohol. Geht leider Gottes nicht. Gut. Wir sollten die Taschenlampe mal anknipsen, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wir ducken uns mal kurz.
Alles klar, Gesundheit ist eigentlich auf den höchsten Stand. Und was haben wir denn hier? Noch einen ermüdenden Schraubenschlüssel. Gut, wechseln wir mal direkt. Okay. Ich hasse solche Einlagen. Da verkacke ich meistens. Und das will ich nicht. Ich will das Let's Play nicht jetzt schon verkacken. Oh, sehr schön. Da liegt ein Bauplan. Baupläne sind dafür da, um Waffen zu modifizieren. Sehr wichtig. Brecheisen-Schockmod. Hey, geile Sache nochmal. Verdammt nochmal, ist das geil. Okay, wir springen mal wieder rüber. Hoppa. Aber wir müssen hier irgendwo runter. Ah, okay. So schnell geht es. Ich hoffe, wir sind jetzt trotzdem nicht falsch. Ich mach mal kurz die Taschenlampe aus, damit uns die Batterie nicht leer geht. Obwohl, Taschenlampen füllen sich auch wieder selber auf. Ich höre Zombies. Ich bin auch einer. Wow! What the fuck? Hui. Oh. Ich mach die Taschenlampe wohl besser wieder an. Wäre auf jeden Fall eine bessere Sache. Du Bitch! Bleib mal schön liegen! Bleib geschmeidig! What the fuck? Was war... Habt ihr das gehört? Ich bin in irgendetwas Elektrisches reingeraten. Wow. Hab mich jetzt gerade irgendwie ein bisschen gewundert. War irgendwie scheiße, gar nicht so, wie ich gedacht habe. Ah! Wo kommst du denn jetzt her? Spüre, meinen Fuß riecht nach Käse. Und Eingeweiden deiner Mutter. Okay, an dieses Stromkabel sollten wir nicht geraten. Nee, wir... Ja, komm. Och, dir passiert nichts. Das könnte dir wohl so... Nee, komm, so nah gehe ich nicht ran. Ah, das wollte ich sehen. Sehr schön, zappel mal eine Runde. Du Freak. Ah, ein Messer haben wir noch gefunden, das ist schon mal ganz gut. Ja, das wissen wir natürlich, wie das geht. Okay, da liegt auch noch einer. Das ist der offizielle legionäre Test. Ja, der legionäre Test, um zu gucken, ob jemand lebt. Das mache ich eigentlich auch immer bei Dead Space. Immer schön auf den Kopf. Gut, ich gehe mal hier lang, vielleicht finden wir hier was. Ja, wir finden sogar was. Man sollte wirklich immer die Schleichwege beachten. Und was haben wir hier? Ein Reiniger. Ja gut, dafür kann man modifizieren, glaube ich mal, mit dem Reiniger. Ist schon mal ganz gut. Sollte man wirklich alles mitnehmen, was man in Dead Island findet. Okay, da können wir nicht rein. Wir folgen einfach mal der Straße. Oh nein. Nein. Nein! Ah Mann, das kann nicht sein. Mein Bildschirm ist gerade schwarz geworden. Und... Nein! Dich wollte ich doch gar nicht treffen, verdammt nochmal. Wir holen uns mal lieber schnell unsere Waffe wieder und zurück. Denn an diesen kleinen Geschwürzbalzen hier sollte man nicht rangehen, denn der explodiert ganz leicht. Ja, wir sollten uns zurückziehen, aber nicht in diese Richtung, nicht in diese Richtung. Nein, komm schon, nein, nein! Oh mein Gott, ich bin in der Falle. Aber vielleicht überleben wir die Scheiße hier sogar noch. Oh mein Gott, ich kann nichts machen, meine Ausdauer ist gerade im Arsch. Komm schon. Oh, Glück gehabt. Verdammt nochmal, er ist von selber explodiert. Wow, gut. Der erste Schock, oh nein, oh nein. Nein, daneben. Oh, Mann, wir haben nichts mehr. Ich warte, ich lock den mal in diese Ecke hier. Oh mein Gott. Habt ihr gehört? Yummy. Gut, er ist tot. Fuckle-doodly-doo. Also ich muss sagen, das war schon mal gar nicht so einfach gewesen. Bin ich gar nicht gewohnt, diesen Schwierigkeitsgrad von der Story. Verdammt nochmal, wir füttern mal uns ganz kurz selber. Hui. Schade. Du bleibst schön liegen. Und Batza! Wow. Okay, in der Ecke befindet sich nichts, wir müssen gar nicht... Haha, Deutsche Post, ne? Ja, ja. Ne, DHL. DHL. Ja, haben sie auch bei Dead Island. DHL. Ich höre noch jemanden. Einen Zombie in der Ecke furzen. Ein Stromkabel, daran sollten wir nicht gehen.
Okay, hier befindet sich auch nicht. Oh, Ladies, Ladies, komm, 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 komm. Ich bin vergeben, ich hab eine Freundin. Ich hab eine Freundin, geht mir nicht an die Wäsche. Nur eine Person darf da dran. Und die bist nicht du. Du auch nicht. Wow. Das war knapp. Das war wirklich knapp gewesen. Wow. Ach, du lebst noch. Ja, steh mal wieder auf. Das überlebst du nicht lange. Ah. Sehr schön. Alles klar. Ich würde sagen, ab hier machen wir einen ganz kurzen Cut. Es ist schon... 14 Minuten sind schon vergangen. Es geht immer so schnell um diese Zeit. Erst recht, wenn man sich in Panik befindet. Taschenlampe aus. Bis zum nächsten Part. Ciao, Leute. Ach ja. Kommentieren und bewerten natürlich nicht vergessen.